Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Stadion-Vlog. Heute geht es zu einem Spiel der vierten Liga, das heißt Regionalliga Nordost. Heute ist 28.07. Erster Spieltag. Morgen spielt übrigens die erste Hertha auch auswärts in Düsseldorf der zweiten Bundesliga. Aber heute geht es erstmal zu einem Spiel der vierten Liga und zwar Hertha BSC U23 empfängt Chemie Leipzig. Was wissen wir über den Gegner? Letzte Saison beendete Chemie Leipzig die Tabelle auf dem 7. Platz, Hertha BSC 2 auf dem 9. Platz. Also beide sind ein stabiles Mittelfeld, was komplett in Ordnung ist. Heute bin ich gespannt, wie das abläuft. Es ist immer so ätzend, so lange zu laufen, bis man in diesem Amateurstadion von Hertha ist. Von der S-Bahn oder U-Bahn läuft man ca. 15 Minuten. Ich verlaufe mich jedes Mal. Einfach jedes Mal. An den Seiten Florian Lukaski und Andi Scholz. Yeah!
Ich will, also wie ärgerlich, wie scharf das wird, kannst du auch. Das Spiel der Hertha BSC U23 gegen Chemie Leipzig geht zu Ende mit einem Endstand von 3:0. Übrigens, dieses Jahr steigt der Meister der Regionalliga Nordost direkt auf in die dritte Liga. Letztes Jahr war das Energie Cottbus, die in die Relegation musste, und zwar gegen Unteraching. Die haben dann die beiden Spiele verloren und sind deswegen auch noch in der Regionalliga zu treffen. Schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Wer schafft den direkten Aufstieg in die dritte Liga diese Saison? Das kann ich euch sagen. Ich habe die Regionalliga so vermisst. Also ich finde, es ist immer so familiär. Also alleine schon, wenn man in Berlin lebt, hat man so viele Vereine, die in dieser Liga spielen. Und ja, ich liebe es. Super familiär. Im Vergleich natürlich zu Bundesliga und zweiten Bundesliga. Und ja, mein Trikot. Das ist Trikot vom Jahr 2017. Ich verstehe dich nicht. Na, dann komm mal rüber. Ich filme. Jungs, was sagt ihr? Guckt ihr Frauenfußball auch? Natürlich. WM gerade. Deutschland 6-0. Was denkst du, wer wird Weltmeister? Deutschland natürlich. Ja, ne? Ja, aber ich glaube Frankreich auch. Ich glaube auch. Frauen zeigen, wie es den Männern geht. Ja. Sehr gut, hast du gut gesagt. Hat mir Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ich grüße meine Familie und ich grüße ihn. Und ich grüße ganz dringend meinen besten Freund. Sehr gut. Wie heißt er? Auch er. Also ich grüße auch ihn, meine Familie. Die werden das Video bestimmt auch sehen. Also safe. Ich zeig's denen. Und auch viele Freunde von mir, Luca. Die wollte ich auch gerade sagen.